Also, geht doch. Die sind ja nicht tatsächlich zu viert auf der Straße unterwegs. Heileiei. Noch der Baum weg, da können wir den Holzfäller wieder einreißen. Oh, und es werden mehr Schweinchen hier. Weizen haben wir noch ein bisschen. Ja, zum Thema Fischer übrigens gibt es auch eine Regel. Pro See immer nur ein Fischer. Und zwar wirklich ein Fischer. Deswegen sollte man immer gucken, dass man den gesamten See einnimmt, weil wenn man einen See mehrere Fischer packt, dann können sie den See leer fischen. Dauerhaft leer fischen. Das merkt das Spiel netter, lustigerweise, unschönerweise, wie man es nennen möchte. So, du kriegst auch mal wieder Weizen. Wir können uns mal eine Übersicht über unsere Soldaten holen. Na, sieht nicht schlecht aus. So, da kommt das Schwein für die Schlachtung. Oh, du hast da drüben einen Baum gefällt. Ich hoffe, du fällst bald den da. So, die Schweinchen hier sind noch lebendig. Wie gesagt, es werden sporadisch mehr Schweine. Und dann irgendwann wird es ein bisschen Schwein weniger und es wird ein Schwein rausgebracht. Am Anfang dauert es wirklich eine Weile, bis es anläuft. Oh, da wird gerade das Schwein zerlegt. Entsprechend kriegen wir aber durch die Schweinezucht auch mehr raus an Nahrung. Aber halt nicht so schnell wie beim Müller. Ups, das wollte ich nicht. Und ich würde mal sagen, solange unser Gegner jetzt noch so geschwächt ist, da wir Truppen jetzt in den Gebäuden haben, ausreichend. Wo auch immer mein Ritter sich jetzt versteckt. Da. Beginnen wir mal den Angriff. Und auch hier greifen wir an. So, mit den Schwächsten zuerst. Also das Schwächste, was jedes Gebäude zu bieten hat. Ja, wir könnten theoretisch hier, nein, hier den Einstellungen auch einstellen.
Ach ja, die Starken sollen zuerst angreifen, aber wir lassen immer die Schwachen lieber angreifen. So, das Gebäude haben wir eingenommen. Sie haben einen Sieg errungen. Yay. Oh, der hat also schon einen ziemlich starken. So, das Wachhaus können wir als Wegenetz anschließen. So, jetzt können wir hier mit voller Macht angreifen. Auf jeden Fall haben wir den Gegner schon mal um seine Eisenvorräte erleichtert. Oh, da greift doch tatsächlich noch einer an von uns an. Hey, wir haben gewonnen sogar. So, ich denke mal, wenn wir hier die und die Wachhütte noch wegnehmen, schneiden wir sie komplett ab von ihren Ressourcen. Yay, das werden immer mehr Schweinchen hier. Also greifen wir hier mal an. Und greifen hier an. Ja, ich muss gerade gucken, wo stellen wir das ein? Hier stellen wir ein, was angreifen soll. Ich glaube, hier stellen wir ein. Ja, die Maximal- und die Minimalzahl. Also wenn ich sage Minimum an der Grenze, also das untere auf Minimum, sag greift an. Dann stehen mir viel mehr zur Verfügung. Allerdings hat das dann halt auch immer die Risiken, dass so lange meine Gebäude unterbesetzt sind. Also das würde sich nur bei einem Großangriff... anbieten. Hey, hier haben wir auch gewonnen. Sehr gut. Und hier haben wir auch gewonnen. Haben wir damit schon mal einen Großteil ihres Landes weggenommen. Yep.
So. Oh Gott, die sind ja echt auch am Produzieren, ey. Der ist voll mit Futter. Der auch. Jo. Und auch der. Und ja, das hier ist allgemein gehalten. Also es ist nicht nur Fleisch, was sie haben, sondern Essen im Allgemeinen. Also selbst wenn es Brot ist, wird es als Essen angezeigt. Also als Fleisch angezeigt. Also nicht zu verwechseln mit dem Fleisch hier. Und ja, ich gebe zu, meine Wege sind gerade die optimalsten, größtenteils. Ja, ich könnte jetzt theoretisch hier angreifen, mit der maximalen Anzahl. Könnte aber auch hier oben angreifen. Mit noch mehr Leuten. Ich warte jetzt aber erstmal, bis die letzten Gebäude hier voll besetzt sind. Und ja, das werden hier immer mehr Schweine. Und er hat immer noch mehr als genug Weizen. Ja, das Thema Nahrung nimmt auch übrigens den Siedler. Die Siedler teilen unterschiedliche Wendungen. In diesem Teil hier können wir die drei Nahrungsarten Fisch, Brot und Fleisch produzieren. Wie in einem anderen Siedler teilen. Die Minen nehmen jede Nahrung entgegen. In Siedler 2 dasselbe immer noch. Wobei wir dafür Brot und die Schweinezucht noch Wasser brauchen, also Brunnen errichten müssen. Ab Siedler 3 wird es interessanter. Da sind nämlich die Minen dann wählerisch. Das heißt, Kohleminen wollen Brot, Goldminen wollen Fisch und Eisenminen wollen Fleisch haben. Sie nehmen auch das andere, aber dann arbeiten sie nicht so effizient. Das heißt, sie bringen seltener Zeug raus. Weil manchmal schaffen sie einfach nur Dreck aus der Erde raus und sagen, hä, Pech gehabt. Und ja, in Siedler 6 habt ihr es ja auch mit. Ich hoffe, ihr habt mein Siedler 6 Let's Play geguckt. Ist Nahrung dann wieder ganz anders. Da wird das nämlich von der gesamten Bevölkerung gebraucht. Und in Siedler 7. Ist es nochmal ein Tick anders. Da sind sie zwar wieder zu dem einfachen System zurückgekehrt, also Weizenfarmmühle, Bäckerei, Schweinezucht, Metzgerei und Fischerhütte. Allerdings wird die Nahrung da nicht unbedingt nur für die Bergwerke verwendet. Man kann sie auch zum Optimieren verwenden. Aber ja, hier wird sie eigentlich von den Bergarbeitern gebraucht, die Nahrung. Und die sind recht fleißig mit ihrer Produktion. Hey, unser Schweinehirte hat mal ein Schwein zur Schlachtung freigegeben.
finde die Details in dem Spiel nett, wie zum Beispiel hier beim Schlachter im Fenster, das Fleisch immer mehr wird am Fleischerhaken und er es dann irgendwann rausbringt. Unser Bäcker, der macht gerade den Brotteig. Jetzt backt er ihn. Und da kommt das knusprige Brot. Der Schmied schmiedet. Der Schmelzer rührt in seinem Eisen rum. Genauso wie der Goldschmied da oben. Ja, wenn man genau hinguckt, sind es beides mal dieselbe Animation, nur in verschiedenen Fenstern. Oh ja, den Sägewerker, den könnte ich euch auch mal zeigen. Haben wir gerade Holz bei ihm? Nein. Oh, sehr schön, der Baum ist weg. Das heißt, wir können dich abreißen. So, wenn ein Gebäude abbrennt, dann dauert das natürlich etwas länger, als wenn nur ein Bauplatz abbrennt. So, mal gucken, ob es was gebracht hat. Okay, scheinbar leider nicht. Wahrscheinlich, weil Weizen im Weg ist. Schade darum. Aber ja, jetzt können wir dem Holzfäller, dem Schreiner zusehen. Wie er ganz speziell das Holz zersägt. Wenn man genau zuhört, hört man in den Soundeffekten sogar die Säge. Plump.